schon geplant. Ist das, wir könnten ja schon mal rüber switchen, ne? Das müsste dann der da sein. Ha! Ich kann's noch. Guten Abend, hallo. Legen wir einfach mal los. Oder es... es bringt nichts, es noch länger rauszuzögern. Ich möchte heute was antesten. Und zwar habe ich mir vor gefühlt einer Ewigkeit, im August, Anfang August, habe ich mir Wobbly Life geholt. Naja, sieht man mal, wie oft die zum Streamen kommen. Ist mir empfohlen worden von einem Freund, ist das einfach mal antesten, mal schauen, was passiert. Es soll anscheinend wie GTA sein, nur ein bisschen... Okay, das ist glaube ich der Ladebildschirm. Keine Ahnung. Es ist der Ladebildschirm. Bedi, hallo! Geiler Österreicher. Wo? Keine Ahnung, wie du meinst. Okay. Greenscreen funktioniert auch wieder mal nicht. Herrlich. Hab Tipp von Dali bekommen, dass du steif bist? Was? In welchem Zusammenhang kommt das jetzt? Also ich frage jetzt einfach mal, warum? Das kann ich gerade nicht nachvollziehen. In Early Access gibst du... Ja, probieren wir einfach mal. Von Dali bekommen, dass du steif bist. Ganz ehrlich, keine Ahnung, was du meinst. Ganz kurz. Splitscreen Mode brauchen wir nicht. Das ist mir relativ egal. Ich habe kein Gamepad angeschlossen. Ja. Bin immer gespannt. Wir starten das Tutorial. Einfach mal. Ich spiele den gelben. You can use it davon. Irgendwo in der ruhigen Ecke von Wobbly Island. Ich habe jetzt kurz gedacht, das könnte alte Nintendo sein. Konnte nichts machen. Schön, dass du live bist. Ja, das freut mich auch. Viel zu spät. Ja, ihr wollt zuerst am Sonntag, dann wollte ich. Also zuerst wollte ich am Montag, bis ich dann gecheckt habe, Montag bin ich nicht zu Hause. Wollte am Sonntag. Sonntag ging sich nicht aus. Was passiert da jetzt? Okay, Leertaste. Klassiker. Es kommt immer die Oma. Tage ohne Job. Danke für den guten. Danke für das Herumkutschieren und Abholen und so weiter. Es war mir eine Freude. Okay. Okay, steh auf. Ich. Das ist, also Maus ist Kamera. Get up is space. Okay, das schaffe ich. Jetzt herumschauen, passt. Jetzt geh ein bisschen herum. Hol dir deinen ersten Job. Okay, wir reden mit Wobbly.
Es eiert ein bisschen. Aber okay, wir wobbeln mal das so durch. Wo? Wo? Da oben funkelt was. Kann man da rein? Man kann da rein. Prinzip ist schon mal sehr cool. Sie, warte mal. Ganz kurz. Ist, glaube ich, besser. So. Das war dann darin. Du kannst nur nachts schlafen. Okay, da ist das, da ist ein. Ich höre eine Uhr. Viel Sound gibt es da nicht, anscheinend, aber nette Kleinigkeiten. Was bedeutet das Space Basement Key in the Garden today? Okay. Okay. Interessant. Wo komme ich da wieder raus? F? F. Okay, das sind Klamotten. Okay, das sind nur meine. Gibt's nichts dabei. Was ist da? Badezimmer. Badezimmer ist praktisch. Kommt da noch irgendwie? Das muss natürlich gehen und. Muss man. Ganz klar. Wenn man muss, dann muss man. Okay, das hat also so eine Ragdoll-Physik. Da brauche ich den Metalldetektor. Obwohl, da ist ein Kreuz. Ich denke mal, das Kreuz markiert die Stelle oder das X markiert die Stelle. Bis jetzt ist es interessant. Ich will mit dir reden. So. Pick up Jelly, bring the Jelly back to the Jelly Man. Okay. Timer, so. Okay, passt. Ja, passt. Also. Okay. Kann ich damit irgendwas fahren? Ich will mit dem Rasenmähtraktor fahren. Das ist nicht möglich, so wie es ausschaut. Kriege ich vielleicht auch erst noch die Möglichkeit? Kann man sprinten? Nein. Parcours wie in Assassin's Creed. Mit Linksklick kann man sich festhalten. Ah, mit Rechtsklick kann ich mich rechts festhalten. Warte mal. Es sieht sehr falsch aus. So. Okay. Ja, okay, ihr könnt vielleicht was ziehen. Da kann ich wahrscheinlich was einkaufen. Da kann ich wahrscheinlich Geld einzahlen oder abheben. Nein. Okay, ja.
Dann holen wir uns doch mal. Okay, da können wir schnell kaufen. Welche Arms? Arms will grab the newest object. Okay, try picking up the jelly. Back of this car. Okay. Ich weiß es mit beiden. Da geht's raus. So. So, ich putte den Pudding da rein. Ist Jelly nicht eigentlich Marmelade? Ne, Jam ist Marmelade, das war's. Na, bei der Close the Back of the Vehicle, ja, haben wir schon. Okay, es war noch nicht freigeschalten. Okay. Oh. Out of Tutorial Map anscheinend. Ja, okay. Mal kurz auf die Karte geschaut. Namensschilder für die Straßen gibt es auch. Hallo, da. Drück drauf. Drück drauf. Warum steige ich denn da aus? Drück auf den Knopf. Okay. Yay! Put him into the bank. Okay. Ich muss es original jedes Mal zum Automaten. Okay. Okay. Das ist wahrscheinlich so ein Puddinghut. Ja. Okay. Geh du mal los. Irgendwo da drin. Ich glaube, es war. Hallo? Die Steuerung ist halt extrem wobbly. Also es ist so blöd, es klingt, es ist halt so. Wir haben einen Hut. Der bringt uns wahrscheinlich nichts extra, außer dass wir komisch ausschauen. Schätze ich mal. Go outside. Okay, dann gehen wir mal raus. Kann irgendwo beim Fenster rausspringen? Ah, mit Mausrad kannst du noch rein und rauszoomen. Das ist praktisch. Take a look at your Minimap. Okay. Mir gefällt ja schon da im Süden unten, das ist ja, Radioaktiv-Symbol. So nuklear-based. Hi Trox! Trox. Hi, schön, dass du da bist. Mach's dir gemütlich. Erwart nicht zu viel. Ja, okay, das ist logisch. Wir können das mal bei Close, Pads etc. Allocate over Island can be bought by using the. Ja, okay, dass man Gebäude auch kaufen kann. Detailed View on. Okay, passt. Tutorial. Ich meine ein Tutorial, das man versteht. Machbar.
Das nächste Ziel, kauf dir ein Haus. Ganz klar. Wir haben 40 Dollar oder so. Wie groß ist denn die Map? Da ist ein Zug. Cool. Was ploppt da auf? Okay. Flugzeugrennen. Okay, die muss ich noch freischalten. Oder wie, oder ist es erst noch? Kommt es mit einem Update? Obwohl, da hinten ist ja schon. Da ist ja schon was. Okay, die Map ist echt groß. Die Map ist richtig groß. Das hätte ich nicht erwartet. So fair muss man sein. Emergency Shop. House for Sale. So auf einer Insel. Man, why not? Ein riesen Schachbrett. Das kann schon was. Das sind wahrscheinlich Sprungschanzen fürs Boot oder Wasserski. Da kann ich Sachen umfärben, da kann ich mir Haare organisieren und ändern und. Okay, die eigene Variante von. Wie heißt das? Landwirtschaftssimulator. Ich höre Geräusche im Hintergrund. Und ehrlich gesagt, nervt mich dieser Hut schon ein wenig. Kann ich jedes Fahrzeug. Warte mal. Okay, man kann auf jeden Fall viel Blödsinn machen. Deswegen steige ich immer rechts aus. Das ist so ein englisch-australisch angehauchtes Spiel. Ganz nice. Gut, wir brauchen einen Job. Wo jobben wir denn? Was gibt es hier denn so? Wir brauchen. Deliver Newspaper Around the Village. Fangen wir mal ganz klassisch an. Ja, wir holen uns jetzt mal diesen. Kann ich das markieren? Ja, Linksklick. Hoppala, so. Hat zwar nicht viel geholfen, es hat mich genau bis hierher gebracht, aber immerhin. Post Office. Ja, hallo, ja. Ich möchte mich hier bewerben. Ich brauche was? Jump into the paper gun? Fire into the mailbox target. Okay, klar, natürlich. Why not? Okay. Das ist gar nicht so leicht. Kann ich zielen? Nee. So. Also eher flach. Natürlich sind es viele Plätze wegen Multiplayer. Okay, immer ein bisschen predikten. So funktioniert's, so geht's. Alter, der schleudert das echt weit raus. Oh, da war eine Tafel im Weg. Wir kriegen auch eine Zeitung, keine Ahnung, was der da runtergeworfen hat jetzt gerade. Hallo? Also leicht ist was anderes, ganz ehrlich. Nein! Ja, okay, aber wenigstens 28. Ist ja schon mal was, aber mit sowas habe ich jetzt nicht gerechnet.
Probieren wir was anderes. Ich möchte mal Taxi fahren. Ich möchte, eigentlich habe ich gesagt, ich mache so einen klassischen, ja, Anfängerjob, wie man es halt so kennt. Taxi ist da hinten. Ist es ein Taxi-Job oder kann ich da ein Taxi nehmen? Oh. Lass mal anders machen. Mit Rechtsklick kann man das verschieben. Die Lok hat einen geilen Sound, einen geilen Rhythmus. Da ist Taxi, okay. Ja, okay, die Wegfindung funktioniert prinzipiell. Es könnte aber doch ein wenig ausgefeilter sein. Heiderlinchen! Also es hat anscheinend einen Multiplayer. Falls du es dir auch holst, dann zocken wir es mal gemeinsam. Wenn es sich mal zeitlich ausgeht. So, hallo Taxi-Dude. Ja, Taxi fahren, komm. Passt so viel wie möglich innerhalb von 4 Minuten. Okay, die Bremsen sind extrem. Die wollen da hinten hin. Ach so. Gott, auf der. Die Markierungen sind noch etwas verwirrend. Nein, da steht ein Haus im Weg. Kennt jemand von euch zufällig noch das Spiel Crazy Taxi? Erinnert mich gerade nur daran. Was kostet das? Keine Ahnung, 15 Euro? Fairerweise, ich habe es halt im August gekauft, also war es glaube ich auch noch im Angebot. Aber viel kostet es nicht. Alter, aber die Steuerung, gell? Klar, du bleibst stehen, genau du. Ein geiler Soundtrack. Weg da! Aus der Bahn! Hab's eilig. Die stehen im Regen. So, die müssen so in die andere Richtung. Klar, jetzt. Also mit Handbremse schleudert er nicht, aber so schleudert es mich sofort. Ganz klar. Das könnte sich ausgehen. Das muss echt im Regen liegen oder so. Den nächsten wir da hinten. Das könnte sich wirklich ausgehen. Schon heiße 13 Dollar verdient. Okay, Schadensmodell. Schadensmodell ist gut. Also Crazy Taxi war in etwa das gleiche, etwas größer. Wollte einfach nur auf Zeit so schnell wie möglich so viel Fahrgäste wie möglich halt rausgebracht hast, die halt auch manchmal mehr gezahlt haben, wenn du schneller warst, manchmal mehr gezahlt haben, wenn du keine Unfälle gebaut hast, solche Sachen. Es war so ein Arcade, ja, Taxi-Spiel. Warum hat es mich jetzt da rausgeworfen? Okay, ich habe Taxi-Klamotten, also Taxifahrer-Klamotten. Schön. Wie viel haben wir jetzt verdient? Gibt es irgendwo? Keine Ahnung.
Da vorne könnte ich mir ein Auto spawnen. Was ist da oben drauf? Ja, okay. Ein Autoschlüssel eben zum Auto spawnen. Ganz klar. Dann hatten wir ja schon mal Taxi. Was haben wir denn noch sonst noch? Ein paar Möglichkeiten haben wir ja. Zeitung will ich gerade nicht machen. Da sehe ich mich. Was ist du? Was ist du? Ein Quiz. Ein Fernsehquiz. Wer wird Wobbly Millionär? Sonst haben wir jetzt nichts Großartiges da, gell? Pizza ausliefern. Wir nehmen einen Firefighter. Ich sehe mich als Firefighter. So rein Interesse halber, kann ich das? Okay, ist leer. Vielleicht kann man noch irgendwann klauen oder so. Weiß man ja nicht. Das sieht man. Oh, ich habe nichts getan. Was, was, was? Da rein. Ich will das da rein. Okay. Jetzt komme ich hier nicht raus. Es sieht mir einfach etwas explosiv aus, deswegen. Was ist mit dem Zug? Ruffy, erstens, hallo? Schön, dass du da bist. Fesel bei der Arbeit in echt, ja. Könnte echt so sein. Ist der Zug auch ein Job oder kann ich mit dem nur fahren? Dick Ride. Also, wir machen jetzt erstmal Firefighter und dann fahre ich hier mal zu einem. Ja, da ist eben Bahnhof, vielleicht gibt es da ja was. Was bist du? Keine Ahnung. Ah, das ist die Wegmarkierung. Okay. Und natürlich müssen wir herausfinden, wie weit geht das Schadensmodell. Ist falsche Abzweigung. Ist hier gerade kein Schiff vorbei duckern? Das heißt, die Entwickler haben einfach Spaß daran, dort eine Sprungschanze einzubauen. Warum auch nicht? Glaube ich. Ganz klar. Braucht man. Der wackelarmige, der wabbelwackelarmige Windhosenkamerad. Hier noch, warte, da hinten gab es ja noch ein Fahrzeug. Ich möchte den da jetzt mal in die Luft jagen. Oder einfach mal schauen, explodiert der? Was passiert mit dem, mit der Gasflasche, die hinten drauf ist? Oder hinten drin ist? Was passiert, wenn ich die Gasflasche so anfahre? Nein. Okay, das hat mich jetzt überrascht. Es muss da hinten das Tor kaputt sein. Da fliegt sie. Das Sound ist ja auch geil. Hupe geht noch. Ist auch cool, dass du aus dem Fahrzeug rausspringst und noch vorm Fahrzeug liegst. Hallo, aufstehen. Ein geiler Shot.
Also er qualmt schon mehr. Ich weiß, es ist für euch jetzt gerade wahrscheinlich uninteressant, aber ich möchte echt wissen, was passiert, wenn. Fängt der Brand. Also brennt er dann später oder so? Okay, also wenn du rausspringst, dann. Ist er. Hallo? Also ich bin doch schnell ausgestiegen, muss ich dazu sagen, aber ich habe jetzt doch etwas mehr Schaden erwartet. Oder bin ich unbesiegbar? Liegt es an diesem komischen Jelly-Helm, dass ich unbesiegbar bin? Weil ich davon wobble? Könnte das sein? Wir werden es nie erfahren. Okay. Passt. 4 Minuten für 10 Feuer. Hallo? Das ist schon etwas unrealistisch. Aber auch wieder schön als Multiplayer angepasst. Oder auf Multiplayer angepasst. Wo sind denn die ganzen Feuer? Alle am Strand, ganz logisch. Wo brennt es? Wenn, dann am Strand. Das ist genauso wie wenn ich Sims spiele, dann brennt es immer im Bad. Oder meistens. Wenn ich an den Strand will, dann fahre ich jetzt am besten hier irgendwo runter. Es sind ja nur Übungsfeuer, erkennt man ja. Was so richtig assi, wenn du. Nein. Wenn du zu einer Grillparty fährst. Hallo? Nicht. Wir nehmen die jetzt? Ah, mit Rechtsklick. Verdammt! Ja, gerade noch. Also Linksklick ging nicht. Mit Linksklick haben wir jetzt am Auto festgehalten. Also so geht schon. So kann man 10 Feuer schon ausmachen. Das ist machbar. Also so halte ich mich wieder beim Auto fest. Mit Rechtsklick geht da direkt auf den Schlauch und das spritzt automatisch los. Also man braucht da nichts mehr machen. Einfach nur halten, zielen. Und schon über $30 verdient. Also den Job könnten wir echt schaffen. Vielleicht gibt es noch einen Bonus. Oder vielleicht war ich zu nahe dran. Das kann auch sein. Jetzt habe ich mich mit rechts am Auto festgehalten. So, geht sich das aus? Nein! Was so? Ja, es geht sich aus. Nochmal 50 extra. Okay, nee, insgesamt 50. Toll, und jetzt muss ich das zum nächsten ETM tragen, oder wie? Kann ich das da reingeben? Kann man nicht aufmachen, ne? Ja, super. Ja, wer kennt es nicht? Das ist ganz normal. Trinkgeld und so, Taschengelder. Wird der nicht überwiesen? Wir haben kein PayPal. Ist dir denn gekonnt? Egal. Kannst du ja selbst mit einer Tüte Kleingeld herumlaufen? Das Springen ist interessant. Also er springt wirklich
senkrecht von der Oberfläche weg, wo er dran steht. Also jetzt springt er nach links. Vielleicht gibt es irgendwo eine Schlucht, da kann ich dann so einen Walljump probieren. Boah, gibt es hier irgendwo ein ATM? Da hinten. Ja, okay, aber ich muss trotzdem erstmal den Berg rauf. Am Bahnhof. Ja, am Bahnhof im Taxi. Ja, passt. Dann können wir auch gleich mal den Zug ausprobieren. Aber ist mal interessant, dieses Festhalten, dieses Interagieren hat ein bisschen was von Human Fall Flat. Komm ich darauf? Nee, natürlich nicht. Also, wenn kein Radio in der Nähe ist, hast halt auch kein Radio. Aber mal rein. Komm ich da rein? Aber anscheinend kannst du in jedes Gebäude irgendwie reingehen. Du musst nur wissen, wie. Warte, da ist eine Idee. Nee, das Gebäude ist einfach nur zu kaufen. Ich möchte auch gern mal den. Also dieses komische Spitzhacken-Job da machen. Also es muss ja irgendwas da im Gebirge sein. Was kann man da? Offshore Purchase are not permanent. Okay, wir könnten irgendwas kaufen. Ein Eclair, eine Cremeschnitte, ein Soda. Den klassischen Simpsons Donut. Wer kennt den nicht? Ein Stück Schokolade. Ich glaube, ich nehme. Ich habe eigentlich keinen Bock drauf. Ich nehme Kaffee. Keine Ahnung, was das bewirkt. Ergibt noch keinen großartigen Sinn, so wie es ausschaut. Du bist einfach da, wie die Schweiz. Ja. Da warten wir mal kurz, wo ist der Zug unterwegs? Der ist eh gleich wieder da. Warte, warte. Powerplant Shop. Take those. Okay. Passt. Was haben wir da? Garbage Shop, damit kenne ich mich aus. Damit bin ich groß geworden. Das ist. Da habe ich Übung. Stundenlang. Mehrere Tage hintereinander, jede Nacht. Hab ich besser verdient als die meisten Ärzte. Ach ja, Roleplay war schon super. Ah, schade, dass ich keine Zeit dafür habe. So, Zug. Warte mal, bis der Zug kommt. Kann ich davon mal kurz Trampolin probieren, aber was ist das? Okay, es kommt eigentlich schon. Es war ein Planschbecken. Also stehen? Endlich. Also gut, ich sehe jetzt keinen. Kein Schaffner oder so, beziehungsweise ich kann fahren. Hihihi. Kann ein Zug entgleisen? Finden wir es heraus. Ich gebe jetzt einfach mal Vollgas.
Sieht interessant aus. Ja? Ja? Also irgendwie macht es ja Spaß. Warte, bergab, da geht. Kriegen wir noch Geschwindigkeit drauf? Nee, haben wir schon Maximum. Okay, er fährt auch von alleine weiter. Was gerade nur neugierig, kann ich auch Ballon fahren? Herrlich. Ah, schön. Da gibt. Hier irgendwo. Muss ich da dran nicht ziehen normalerweise? Das ist das Falsche. Ich kann leider nicht rauszoomen, also ist. Ob ich denn da. So. Sind wir ehrlich, das hat jetzt keiner erwartet, oder? Dass es funktioniert. Was ist da? Ein Seil. Okay, wir können grob die Richtung bestimmen, indem wir halt da dorthin schauen. Das hier sieht man nach einer heißen Quelle aus. Oder so Bergsee oder sowas. Aber es ist halt nicht gefroren, deswegen denke ich mal eine heiße Quelle. Schön, so mal ein bisschen Ausblick zu genießen. Was man natürlich immer probieren muss, auf einen Militärflughafen, dass wir irgendwie hinkommen. Okay, also wenn du loslässt, dann. Ah, ich kann es noch so ein bisschen in die Richtung schieben. Wenn da runter geht. Man erkennt es auch unten jetzt auf der Minimap, dass ich mich bewege. Und sonst halt einfach irgendwo hin festhalten. Also einfach nur hochspringen. Mit rechter Maustaste halte ich mich gerade fest. Ach, hier ist wahrscheinlich dieses, so ein Luftrennen. Nein! Bumm. Okay, schön. Bumm. Okay, es ist halt so Sandbox-mäßig. Aber halt auch noch Early Access. Darf man jetzt nicht vergleichen. Also, das muss man schon ein bisschen unterscheiden. Einfach mal ausprobieren. Also, ich nehme jetzt mal den Hubschrauber. Wo sollte man fliegen? Wir machen das Wettfliegen. Probieren wir doch mal das Wettfliegen. Also, im Großen und Ganzen sieht es aus wie so ein Sandbox-Multiplayer-Spiel. Jede Arbeit ist. Muss ja erstmal nichts heißen. Ja, stimmt ja. Es ist auch gar nicht mehr so schlimm, weil im Grunde genommen. Hab einfach Spaß. Also, einer hostet, die anderen könnten nachjoinen. Wahrscheinlich. Habe ich jetzt nicht genau geguckt. Und. Ja, mach Blödsinn. Checkpoint, bisschen Checkpoints, Add Time. Okay, Time Trail. Passt. Logisch. Ich habe keine Ahnung, wie die Steuerung funktioniert. Okay. Also hoch und runter ziehen ist mit Maus. Weil W ist nämlich gerade beschleunigen. Das war jetzt. Aber ich glaube, anders kannst du es auch gar nicht umsetzen. Fassrolle geht leider keine, zumindest weiß ich nicht wie. Hupe geht auch nicht. Keine Ahnung warum.
Was ich aber schon sehr mag, im Vergleich zu den anderen Time-Trail-Spielen, vor allem bei so Flugzeugen oder ähnlichem, du siehst immer nur den nächsten Checkpoint. Auch bei GTA zum Beispiel sieht man immer nur den nächsten Checkpoint. Da siehst du die nächsten zwei. So kann man sich schon mal grob eine bessere Route zurechtlegen, wenn man schon weiß, wohin es als nächstes geht. Das finde ich sehr spielerfreundlich. Und die Musik ist halt echt nett. Das waren jetzt auch wieder $50, gell? Okay, dann probieren wir es das nächste Mal. Garbage. Ne, warte mal. Wo ist denn diese komische Mine? Da hinten kann ich wahrscheinlich Holz fällen, ja. Ein Haus abreißen, da, das brauchen wir jetzt als nächstes. Wir reißen ein Haus ab. Was ist da hinten? Okay, da hinten. Da fahren wir. Ich hole mir einen Hubschrauber, wir fliegen als nächstes dahin. So. Weil von da. Also da drüben gibt es wahrscheinlich diesen komischen Metalldetektor und ich möchte wissen, was beim Nachbar drüben so im Garten vergraben ist. Beziehungsweise wie man da in den Keller reinkommt. Weil stell dir mal vor, auf einmal hat das Teil irgendwie. Fumm. Ich habe keine Ahnung, warum ich jetzt abgestürzt bin. Fump. Ja, ich hab Bobbly live synchronisiert. Fump. Ja, für die Dinge, die sich fragen, warum ich kein. Hallo? Also mit Leertaste komme ich nicht hoch, gell? Das geht schon mal nicht. Wenn ich W drücke, fliege ich einfach nur nach vorne und nach unten. Genauso wie S, da fliege ich halt nach rückwärts und unten. Ich weiß aber nicht, wie man steigen kann. Hallo? Mit W und. Ach so, E! Steht eh da. E und Q. Was wollte ich jetzt sagen? Für diejenigen, die sich fragen, warum ich kein Star Citizen mehr streame. Also spielen kann ich es noch, aber für Streamen gibt es seit ein paar Updates schon wieder starke Einbußen von der Performance her. Da habe ich viel zu. Also ich habe einfach viel zu wenig RAM dafür. Ich sage es mal so, wie es ist. Ich habe zu wenig RAM dafür. Gefühlt circa 60 GB zu wenig. Weil die hatten ein Update, dass sie jetzt die ganzen Pappbecher realistischer animieren. Und das ruckelt so stark, dass ich es kaum. Also, dass ich gerade normal spielen kann, ohne Stream. Einfach nur mal so starten, ein wenig loslaufen, funktioniert. Es lädt ewig lang noch im Game. Und ja, also im Stream brauche ich es gar nicht probieren. So. $5. Ja, bitte. Ich bin ein Idiot. Jetzt muss ich. Warte mal, ich habe ja.
Lass mich da raus. Lass mich da raus. Kann ich das irgendwie zu... Schade. Ja, zumindest bis auf weiteres mal schade. Aber ich arbeite dran. Und vielleicht werden die ja auch irgendwie so die Performance wieder mal verbessern. Das kann ja auch passieren. Irgendwann mal vielleicht. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich den auch wohl nicht verliere. Was ich richtig schade finde, ich habe offscreen bei Star Citizen so weit raufgespielt, auch mit diesen kleinen Geschenkspackungen da über Weihnachten, dass ich bei circa 2 Millionen Credits bin oder sowas rum und ich könnte mir das nächste große Schiff kaufen, also ein richtig großes Schiff einerseits und noch ein Mining-Fahrzeug könnte ich mir kaufen, was eigentlich so der Plan war. Das wollte ich im Stream machen, mit euch absprechen, welche Farbe und so soll es denn haben. Ja. Dann kommt ein Update dazwischen, machst es, funktioniert jetzt nicht mehr. Mal kurz orientieren. Das war da in... War es in der Kurve? Ich glaube, es war in der Kurve. Gut, schauen, der eine ist noch drin. Der ist noch drin, zum Glück. Nicht durchgeglitscht. Nee, hier ist es nicht. Wir hatten keinen Swimming Pool. Da vorne, das gelbe Haus, da ist es. Da komme ich her. Also es gibt ja keine Schaufel, wahrscheinlich deswegen den Metalldetektor. Okay, interessant. Ich hätte den wahrscheinlich auch abliefern können und dann hätte ihn jetzt so rundherum fahren müssen. So, wo komme ich da in den Keller? Da. Okay. Was? Golftasche, okay, verstehe ich, dass die im Keller ist. Was machst du hier unten? Basement hier, oh, ist ne. Ich wusste, dass du ein Schlaukopf bist. So. Max Pudding, ja, because. Der Festival wird Celica. Okay. A Jelly Full Johnny. Es hat ein bisschen was von wolkig mit Aussicht auf Schneebällchen oder so irgendwas. Diesen komischen Pixar-Film. Okay, wir brauchen irgendein Extremely Bounce Jelly. Okay, das muss man natürlich mal testen. Ja, ist das wirklich so bouncy? Ja. Ja, wo es runter tropft, aber irgendwo hier tropft es runter.
Können wir uns hier wirklich unser erstes Auto quasi verdienen? Da hinten ist ein Autoreifen. Das merken wir uns jetzt einfach mal. Da hinten ist ein Autoreifen, den hole ich mir jetzt auch gleich mal. Aber warte mal, erstmal orientieren. Also zwei Autoreifen haben wir ja schon mal. Weil ich denke, da hinten hoch wird es etwas schwieriger und ich möchte nicht die ganze Zeit so, ja, so herumklettern müssen. Aber wenn du länger den Pudding da anschaust, diesen Wackelpudding, da wird dann echt schwindelig. Oh, da geht's ja weiter. Noch nicht. Okay, ja, danke für die Info. Dann nehmen wir erstmal den da. Okay, ganz klar. Okay. Es ist noch nicht bereit. Passt. Ist es halt noch nicht bereit. Ich möchte mal kurz da hinten schauen. Geht sonst nicht weiter. Also auf den Teilen herumklettern ist. What the fuck? Ist ziemlich anstrengend. Da ist noch eins. War ja klar. Okay. Da hinten geht's wieder raus. Ich finde es cool, dass wir direkt mal am Anfang so eine, ja, Secret Quest freigeschalten haben. So, einer war da hinten. Würde sagen, so klassisches Pfesel-Anfängerglück. Ihr könnt übrigens gerne die Augen offen halten, wo der andere Reifen ist. Boah, das ist Blubbern im Hintergrund. Das ist irgendwie anstrengend. Okay, wird jetzt mit einer riesigen Säge zugeschnitten. Die Knöpfe drücke ich jetzt extra noch nicht, weil es ist wahrscheinlich für die nächste Quest. Also für den nächsten, ja, Arbeitsabschnitt. Und ich weiß noch nicht, wie ich da oben raufkomme. Hallo, Vado. Ich habe jetzt doch eigentlich schon. Es muss noch irgendwo oben drauf sein. Das kann ich mir nicht anders erklären.
Da oben ist man vielleicht zu weit gegangen. Wahrscheinlich zu weit gegangen. Upp. Na, verdammt. So, na los, 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 los. Hallo? Links ist nichts drauf, rechts ist nichts drauf. Ich weiß nicht, wofür diese Plattformen da drüben sein sollen. Aber da oben sehe ich jetzt auch nichts drauf. Also nichts radähnliches. Hoppala. Wäre fast da reingefallen. Wo könnte das vierte Rad sein? Okay, klettern kann man leider nicht. Oder zumindest wüsste ich nicht wie, weil man kann den Arm nicht runter bewegen. Oder sagen wir nicht stark genug, dass er einen hochhebt. Da hinten waren wir schon, da war ein Rad. Da drunter war ein Rad. Da hinten drin war ein Rad und da hinten war keins. Es ist doch deine Aufgabe, Mensch, bring doch deine Sachen in Ordnung. Kann ich das da öffnen? Nein. Okay, die ist versperrt. Da hinten hatten wir ja schon eins. Warte mal. Da links. Ich häng fest. So. Du da. Okay, passt. Wir haben es geschafft. Zumindest den ersten Schritt haben wir geschafft. Der zweite Schritt wird nicht schwer sein. Ich denke mal, es wird irgendwas mit den Rohren sein, dass wir da jetzt eben ja das auf die Ventile aufdrehen oder so. Gute Arbeit. Was? Wir müssen den Motor zusammenbauen. Interessantes Spiel. Prost. Wir müssen sicher, dass der Motor funktioniert, klar. Okay, also da links oben. Zeig dir nochmal.
Also da ist die Temperaturanzeige, wir müssen es relativ im normalen Bereich halten und halt schauen, dass das. Das wird ein, ja, irgend so ein Rätsel werden, sehe ich schon. Ich meine, das sind alles Rätsel, brauche ich nicht. Hallo? Drück. So. Auf der rechten Seite ist die Zeit, die da abläuft, so. Okay, wenn wir ihn aber im Weiß halten, dann passiert weniger. Wir müssen möglichst lang auf so einem Knopf draufbleiben. Weiß, also im Normalbereich ist es zwar am sichersten, aber ja, passt. Der Motor funktioniert. Entschuldigung. Was kurz was Wichtigeres. So. Gut, der nächste Schritt. Ah, okay. Natürlich machen wir das. So. Lass mich lügen, das Auto wird sicher, weil da oben schon sowas wie ein Sitz ist. Es wird sicher einfach nur so ein großer Wackelpudding und obendrauf sitzt du mit dem, also mit deinem Lenkrad an dieser schwarzen Stange. Only need 5 more jellies to finish it. Can you get it from? Okay, deswegen, wir müssen. To buy some from the mall. Bring me a jellies and we can cross-party together. Okay. Deswegen mussten wir auch diesen einen finden, wahrscheinlich. Das wird jetzt länger dauern. Da, so. Nummer 1. Es war cool, dass die Sachen nicht despawnen. Ja, vielleicht auch, weil es halt ein Singleplayer ist. Ich brauche schon ein Little Secret. Okay, ich leg das mal da her. Nur weil es okay, bei uns zu Hause, da kann man relativ safe also so finden. Bloß nicht abstürzen. Gut, dass da um die Uhrzeit noch mehr arbeitet. Geld haben wir genug. Kaufen wir noch ein paar. Wie gerade ein Idiot hätte zwei nehmen können. Wahrscheinlich.
Und das Einladen ist halt wie ein Star Citizen, gell? Du drückst es in der Hand, wirfst es dann ab, fertig. So, einmal du und einmal du, jawohl. Oh, okay. Also ich denke. Nein! Ich habe vergessen, dass ich die Maus nicht drehen darf. Also. Die sind jetzt alle weg, oder? Einer ist dahin geflogen. Es gibt noch einen. Die anderen sind weg. Machen wir jetzt so. $40, was haben wir, $30 umsonst rausgeworfen. Hallo. So, du bleibst da. Ach hier. Okay, ich krieg gerade keinen zweiten. Also ich möchte das dieses Jelly-Auto möchte ich haben. Und dann gucken wir mal, ob ich auf was anderes switche. Ich habe mir zum Beispiel auch seit Ewigkeit mal DC runtergeladen. Ich habe Dead by Daylight, was ich noch nie gespielt habe. Da könnte ich mal einen Killer zumindest probieren, Singleplay, also als Singleplayer. Ich könnte. Ja, Rainbow Six habe ich mir geholt. Das habe ich sogar runtergeladen. Auch schon, glaube ich, seit einem Jahr. Aber Rainbow Six ist als Singleplayer halt. Also stelle ich mir einfach dumm vor. Deswegen lasse ich es einfach mal. Vielleicht komme ich mal zu einer Multiplayer-Runde dazu. Du kannst mit uns DBD spielen. Ja, demnächst einmal. Wäre zum Beispiel eine Idee. Es ist auf jeden Fall mal da. Bah, komm, geh da rein. So eine Werffunktion wäre noch ganz praktisch. Also, das ist jetzt sowieso überall entstehen können. Dann kurz die Markierung da weg. Ich muss. Ja, habe ich eh den Stern. Aber ich habe ja nicht nur das, ich habe ja noch. Oh, siehst, eine Idee habe ich noch, was wir hinterher machen. Da gibt es nicht ein neueres Spiel von Lego. Was aber auch mehr so auf Rätsel aufgebaut ist. Also, das wollte ich auch mal anprobieren. Anprobieren, ich meine, ausprobieren. So, rein da. Ich bin zu fett. Los, glitsch durch. Ja, passt. Weiter geht's.
Okay. Was, also jetzt die hier doch runtertragen? Also das ist jetzt okay, das ist eine noch mal kurz zum um das Ganze warten zu lassen, also um uns warten zu lassen. Weil sie theoretisch auch gleich direkt darin landen können, gell? Also auf dem Conveyor Belt. Förderband, muss ich sagen. Man gewöhnt sich so diese englischen Begriffe an, weil man sie halt aus dem Spiel natürlich am meisten braucht, aber warum die deutschen Begriffe vergessen? Ja, wie geht's weiter? Create a car body. Ja, passt. Dann mach doch mal diesen riesen Pudding. Was mich jetzt doch noch ein wenig wundert, ist, warte mal, vielleicht kommen wir da drauf. Was wird's? Es fehlt. Ja, wo ist das Lenkrad? Deswegen, warum kann man da hinten nicht rein? Jetzt wissen wir, warum wir da rein müssen. Ich kann nicht abbrechen. So. Under Construction. Ja, also gut, ich weiß jetzt schon, da hinten aufspringen. Nein! Oh doch, geht's hier aus. Das wird jetzt so ein Jump-and-Run-Raum werden. Ganz sicher. Ganz klar. Ganz klar. Also habt ihr das gelesen? Da? Auf den Kisten? Pudding-Zutaten. Warum kaufen wir nochmal 5 Pudding, wenn er da kistenweise Zutaten hat? Aber gut. Irgendwas muss ja immer sein. Das ist so ein bisschen Bend Act, wenn man in Bogo herumspringen muss. Ich habe jetzt so eine Mücke, die fliegt mir die ganze Zeit ins Gesicht. Das ist auch nervig. Okay, die geht dann richtig schnell, so wie es aussieht. Ah, die wird mich wahrscheinlich nach hinten schleudern. Okay, das war knapp. Ah, Scheiße. So, ja, du. Ah, schön, danke. Da ist nichts. Okay.
Gleich geschafft. Gleich geschafft. Okay. Die Steuerung ist trotzdem sehr strange. Also das Springen ist. Ja, es ist halt wobbliger. Es ist. Es gibt leider kein besseres Wort dafür. Nicht runtersehen! Ich sagte nicht runtersehen! Hallo, spring da rauf. Alter, springen ist so der Krampf, gell? Das ist. Okay. Wir haben ein Lenkrad, wir haben ein Auto. Okay, ich wollte eigentlich ganz cool noch oben drüber springen, aber das schaffen wir so auch. Okay. Hey! Ich will das Pudding-Auto. So much for helping me with it. Unlocked Jellycar. Gut, ich komme mit dem hier aber wahrscheinlich nicht raus. Nee, du hast. Okay, man darf es nicht hier drin fahren. Passt, verstehe. Ja, ist ja gut. Das probieren wir jetzt noch aus. Ich möchte das Jelly-Auto ausprobieren. Das ist eigentlich echt cool, das ist einfach so. Also da kann man nicht rein. Okay, verstehe. Da kann man auch nicht rein. Also, aber da kann man zum Beispiel rein. Okay, das ist for sale. Das lassen wir jetzt mal. Also du kannst selber springen, gell? Also das ist das normale Bewegen. Oder halt eben mit Leertaste. Das ist so dumm. Das ist einfach so dumm. Okay. Mehr Autos haben wir noch nicht. Genau so habe ich es mir vorgestellt. Oh ja, genau so habe ich es mir vorgestellt. Alter. Ich weiß, ob ich jetzt frage, was ich hier vorhabe. Man kann hier anscheinend. Also, es hat mich jetzt einfach nur ein wenig an Super Mario 64 erinnert. Kann ich da. Ich höre eine Zündschnur. Ja. Okay, ich kann anscheinend nicht schwimmen.
passt. Dann werde ich jetzt nur mal kurz nach Hause fahren. Wir könnten noch ins Kino gehen, aber das interessiert mich jetzt auch nur eher wenig. Also ich fahre mal nach Hause. Oder kann ich es einfach so speichern? Save and Exit. Okay, wir können es so speichern. Jetzt switchen wir hier rüber. Hallo! Ist mal. Jetzt ganz kurz. Schau. Das sieht man auch schön. Okay, ein Looping fliegen hätte ich nie riskiert. Wie hat der eine Schraube gemacht? Schraube geht nicht. Das habe ich probiert. So, switch mal rüber. Ist ein süßes Spiel. Ein schönes Spiel für zwischendurch mit mehr Potenzial als erwartet. Bin gespannt, was noch so passiert. Was wird jetzt? Ah ja, genau, das Lego-Teil. Wer ist denn das nochmal? Das ist mir so ein Rätsel irgendwie gedöns. Ist relativ neu. Lego Brick Tales. Kurz noch einen Blick. Es ist ein Adventure? Glaube ich aber nicht. So. Start gerade das erste Mal. Es dauert einen kurzen Augenblick. Es ist halb neun. Haben wir ja noch ewig Zeit, theoretisch. Ich muss erst in ein paar Stunden arbeiten. Aber das. Ich muss die Kamera nur einstellen. Also seit dem Update wird's immer grisseliger. Okay. Eine schöne Melodie. Also, ihr lasst das mal so von der Lautstärke her. Das passt für euch, oder? Ich glaube, die Lautstärke ist angenehm. Du hast einen Brief bekommen. Du bist in Hogwarts angenommen worden. Okay, ein seltener Schatz. Was steht drin? Rechnung. Zweite Mahnung. Ganz selten. Liebes Enkelkind, ich hoffe, es geht dir gut. Ich bin wahrscheinlich Maler. Ich habe eine bahnbrechende Entdeckung gemacht, die ich dir gerne zeigen würde. Auch könntest du mir bei ein oder zwei Dingen zur Hand gehen. Es geht um etwas Unglaubliches. Komm zum Vergnügungspark und nimm den Aufzug hinunter ins Labor. Dort warte ich auf dich. Okay, nice. Wie ist die, um dich zu bewegen? Ah, oder ich kann irgendwo hinklicken. Okay, cool. Das ist, ganz ehrlich, das ist eine geile Idee. Genau sowas hat mir gefehlt bei den ganzen Lego-Games, dass halt alles aus Lego ist. Kamera dreht von alleine. Kann ich rauszoomen? Nein, kann ich nicht. Das sieht mir nach einem kaputten Vergnügungspark aus. Das da wäre wahrscheinlich die Schiffsschaukel. Das da ist irgendein Portal. Wenn man jetzt die. Ja, okay, es ist alles kaputt. Da ist ein Riesenrad.
Bist du der Aufzug? Anscheinend. Ach, das ist ein Schnurrbart. Ich habe gedacht, das ist so ein gezackter Mund. Wer ist denn da? Ach, du bist es. Wie wundervoll. So früh habe ich dich gar nicht erwartet. Ich hatte gerade nichts Besseres zu tun. Ich wollte dir etwas zeigen, nämlich eine unglaubliche, welterschütternde Waschmaschine. Hoppla, das war etwas zu wörtlich. Was? Alles in Ordnung? Gut, ich war gerade dabei, meine neue Erfindung zu verkabeln und dann. Was du gerade miterlebt hast, nennen wir in meiner Branche eine schnelle, ungeplante Demontage. Ha. Ein Schenkelklopfer. Ich bin so unglaublich witzig. Aber wie der Laie sagt, wenn zu viel Saft, es macht Krach. Also, was? Wenn zu viel Saft, es mächtig kracht. Ist das ein deutsches Zitat oder Sprichwort? Jetzt sitze ich nicht nur hier oben fest, es ist auch noch der ganze Strom ausgefallen. Außer die Notbeleuchtung. Das bedeutet, wir müssen den Hauptgenerator wieder zum Laufen bringen, aber dafür musst du erstmal einen Notfallgenerator starten. Die Waschmaschine. Dort unten ist er, sei so nett und schalte ihn für deinen Großvater ein. Das ist wahrscheinlich der da. Dann nehmen wir mal hier die Treppe. Sogar der Staub sind diese kleinen, die runden Legosteine. Die da, so. Das Ding vor Jahrzehnten ersetzen soll, immer löst sich die Strom, lösen sich die Stromkabel gut, jetzt leg den Hebel um. Ich leg den Hebel um. Okay. Kein Wunder, ist ein Kurzschluss, wenn ein schwebender Roboter mit grenzwertiger Intelligenz in einer Waschmaschine eingesperrt ist. Ich fasse es nicht, ich bin zurück. Die elektromagnetischen Interferenzen müssen mich in diese Dimension zurückgeholt haben. Ich bin ein Sohn von Elon Musk. Kann ich dir helfen? Was? Nein, ich bin kein Flaschengeist und du hast auch keine drei Wünsche frei. Großvater hat mich vor etlichen Jahren gebaut. Er nannte mich immer Rusty, aber auf meiner Reise durch Zeit und Raum lernte ich neue Freunde kennen. Sie gaben mir den Namen Ixelku. Wie spricht man das aus? Nase. Den XLQ. Mir fehlt die niedrige Frequenz Synthetisierungsmodule, um es richtig auszusprechen. Was? Es klingt so ähnlich wie Blordelflieb. Ich glaube, bei XLQ. Bei Blordelflieb klingt so wie Bordelldieb, nur mit Sprachfehler. Aber du darfst mich Rusty nennen. Mir war sie getan. Hallo XLQ. Ich dachte, ich hätte dich vor Jahren irgendwo verloren. Ja, in der Waschmaschine. Tatsächlich ein wenig verirrt, nachdem du mich damals als interstellare Sonde ins All geschossen hast, aber ich habe einige wunderbare Dinge erlebt und nun bin ich wieder da. Mit der Waschmaschine. Aber zurück zu dir, mein Enkelkind. Gut gemacht, das Licht ist wieder an. So wie du Probleme lösen kannst, müssen wir verwandt sein. Achso, ja stimmt, wir sind ja verwandt. Du bist echt auf Zack. Mal warten, das kann sich noch entwickeln. Sitzt da oben fest, dann helfen wir ihm aufs Geh. Also auf geht's. Ja, und weg ist er. Gute Hilfe. Das müssen wir auf diese höhere Ebene kommen. Wir schweben rauf. Oder. Du kannst den gar nicht. Jetzt weiß ich, das ist die perfekte Gelegenheit, dir einen
eine coole Sache zu zeigen, die ich drauf habe. Ich werde dich in die Geheimnisse des Bauens einführen. Und als erstes machen wir dir eine Treppe. Okay, cool. Ich lerne Kreis. Lerne, wie Bausteine gehandhabt werden. Lass uns lernen, wie man baut. Klicke auf einen Baustein, um ihn auszuwählen. Ich klicke auf einen Baustein. Ziehe den Baustein in den vorgehobenen Bereich. Ich ziehe. Wähle den nächsten Baustein. Ich wähle. Platziere den Stein oben drauf. Kann ich den noch so? Oh, das werden wir öfter sehen. Hier sind wir fertig. Ja, passt. Fertigstellen. Repariere die Treppe. Ich repariere die Treppe. Passt. Also, ich weiß nicht, was das. Hä? Einrasten, Schritt. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich das drehen kann, aber das werden wir noch merken. Fertigstellen. Dass man Dinge bauen kann? Wie nur, das könntest du gar nicht, als ich dich erschaffen habe. Ja, er hat's gelernt, so wie ich. Und es ist cool, dass wir jetzt eine Treppe haben und. 2,21 GW waren einer zu viel. Sieht aus, als hätte es beim Generator einige Sicherungen rausgehauen. Bitte ersetze sie, stell die Ersatzsicherung zusammen, wenn nicht genügend da sind. Ich lerne, wie Bausteine gedreht werden. Wähle einen Baustein aus. Ich wähle. Bewege ihn hervor. Was? Klicke auf einen ausgewählten Baustein, um ihn zu drehen. Ah! Und ich drehe ihn dann dort bei dem. Das ist ja geil. Auf einen ausgewählten Baustein, um ihn in die andere Richtung zu drehen, platziere ihn links. Passt. Okay, gelernt. Wir setzen die Sicherung zusammen. Das heißt, wir brauchen die da. Nein, ich bin dumm. Aber warte mal, ich bin jetzt da. Ah, dort drauf kann ich nicht bauen. Okay, dann machen wir das zuerst weg. Hoppala. Nein, du nicht. Also ich kann nur in dem Bereich, der markiert ist, da kann ich es. Kann ich es dann dort drin? Okay, ich kann nicht das Ganze wegschieben. Es wird nur da drin gebaut. Okay, ist cool. Das wünsche ich mir auch, das Game. Das Game ist echt cool. Ich hätte nicht gedacht, dass es so geil ist. Also. Lass dich nicht zu viel spoilern, Dali. Wir müssen jetzt wieder irgendwas lernen. Kamera rotieren. Ja, Kamera rotieren ist praktisch. Finde den Baustein. Ziehe mit. Das ist ein Problem, weil. Ich muss da eine neue Maus einmal anschließen. Habe ich noch immer nicht. Habe sie schon seit. Ich habe zwei Reservemäuse gekauft. Seit einem Jahr schon. Ich habe sie nur noch nicht angeschlossen. Weil gerade das Mausrad ist, beziehungsweise Maus 3 funktioniert nicht. Oder kaum. Deswegen machen wir mal so. Ah, okay. Passt. Oder benutzen wir, um die Kamera zu drehen, damit wir. Ah, wenn ich jetzt einfach irgendwo hinklicke, kann ich auch so die Kamera drehen. Das ist. Das ist natürlich noch einfacher. Was haben wir da?
Bausteinpalette. Um Bausteine zu entfernen, entferne alle Steine innerhalb des der gestrichelten Linie. Ja, du. Wenn es zu viele Bausteine gibt, sind sie als Palette arrangiert. Okay. Jetzt wurde alles aufgeräumt, das können wir uns aufs Bauen konzentrieren. Baue einen kleinen Turm. Okay, also ich glaube, das ist jetzt einfach nur das Tutorial, deswegen wird es jetzt so schon so vorgegeben sein, aber ich glaube, man kann dann später eigene Lösungsansätze finden, wird es wahrscheinlich auch müssen. Ersetze die herausgesprungene Sicherung, ja. 3 habe ich davon. Okay. Nun repariere die Rohre, um die Hydraulik wieder zum Laufen zu bringen. Was lernt man da? Lerne über die Gültigkeit von Bausteinen und die Simulation. Wenn du komplexere Dinge baust, musst du einige Regeln beachten. Bausteine, die schon vorher gesetzt und auch nicht verändert werden können, sowie diese 2x4 Platten, dienen als Ankersteine. Bausteine müssen mit einem Anker verbunden sein, sonst sind sie nicht gültig. Passt. Siehst du jetzt, die sind nicht mit dem Boden verbunden, also daher ungültig. Platziere den 2x4 Baustein unter den 2x2 Baustein. Nun sind die Bausteine gültig. Ja, Bausteine müssen sich ganz innerhalb der gestrichelten Linie befinden. Das hatten wir schon. Er schaut ein wenig aus dem erlaubten Bereich heraus. Dann werden wir ihn da oben draufsetzen. Jetzt kommt die nächste tolle Sache. Lass das Gewicht nicht auf den Boden fallen. Nichts darf auseinanderfallen. Warte einen Moment. Okay, ich kann es. Okay. Naja, das war's noch nicht so ganz, aber wir könnten sicher was dagegen tun. Ich klicke auf zurück. Achso, zurück. Das weiße Brett stützen. Denk daran, dass Bausteine nicht einfach in der Luft schweben dürfen, dann sind sie ungültig und verschwinden. Das heißt, jetzt werde ich einfach mal versuchen, das selbst zu lösen. Einmal so, funktioniert. Also ja, genau das, was ihr haben wollt. Einfach mal so selbst überlegen, was möglich ist. Boah, das ist so richtig so einfach nur in Bausteinen herumwühlen und bauen. Das wird herrlich. Ein Laufsteg zur anderen Seite. Um einen Testroboter loszuschicken. Ja, okay, ich würde mal sagen, wir fangen leider kann ich den nicht oben dran bauen, aber okay. Machen wir mal anders, wenn ich den jetzt. So. Ah, ich kann den von unten dran bauen. Ich lege den jetzt da so drunter. So zum Beispiel. Hehe, richtig dreidimensional das Ganze. Das ist ja schön. Das machen wir hier drauf. Du da so drunter. Und damit das Ganze halt auch richtig hält, machen wir da einen Klotz, da einen Klotz.
Schau, wie es sich freut. Auf und ab bewegt werden können, das. Vielleicht gibt es noch was. Wähle einen Baustein aus, den da. Oder benutze eben den Stein aufwärts zu bewegen. Platziere ihn oben drauf. Hä? Dann ziehe ich ihn da so drauf. Ganz einfach. Okay, das war's. Ah, okay, und da kann ja dann genau halt das Shift gedrückt, wenn du den Stein bewegst, wenn sie seine Vertikalposition verändern soll, platzieren auf der Seite. Das war doch gedacht, okay. Passt, doch noch was gelernt. Ich muss die Kamera, glaube ich. Warte mal kurz. Ja, der ist egal. Passt, Rohrstücke einsetzen. Einmal du rauf. Du passt schon von der Höhe her. So. Nice. Ich schalte die Hydraulikmaschine wieder an. Kann ich springen? Nein. Kann ich hier runterfallen? Nein. Das ist gut. Okay, und jetzt muss ich da wahrscheinlich eine Brücke drauf bauen. Fast geschafft, wir können was bauen, um die Lücke zu überwinden. Ja, das machen wir doch. Da vorne. Baue einen Laufsteg, um zu oben auf die Plattform zu gelangen. Ich baue. Das heißt, wir werden jetzt einmal. Ja. So. So. Jeder, der Lego kennt, weiß, der hat unten so. Also die gleichen Noppen. Die kannst du nämlich schön mittig platzieren. Das ist praktisch. Dann einmal hier drauf. Nichts darf auseinanderfallen, bringen den Testroboter zum Ziel. Ich möchte es nur schauen, gibt sie das. Also das hier ist das Einzige, wo ich ein wenig Sorgen habe. Probier mal. Okay, passt. Aber so müsste. Ich probier mal einfach. Okay, es geht sich aus. Passt. Ich bin zu kritisch dafür. Wo hast du denn nur gesteckt? Er hat da schon erzählt. Kann egal sein. Oh nein, wo sind deine Arme? Deine Reise durch Raum und Zeit haben dich ja total verwüstet. Ist so, Großvater, ich wurde abgegradet, als du mich losgeschickt hast. Das allzu erforschen geriet ich in einen Hyperdimensionsfall. Das war vielleicht ein Schreck.
Aber dann lernte ich ein paar echt nette Außerirdische kennen, die mich reparierten und auf ihre Reise durch das Multiversum mitnahmen, um Leuten zu helfen. Nett. Sie tauschten deine Multifunktionsarme gegen einen Nullpunkt-Gravitationspartikelgenerator aus. Okay. Der alte 3-Punkt-Grav-Partikel-Labilitätsgenerator. Eher simple Technik für Erfinder wie mich. Das heißt drum, schön, dass wir beide da sein können, wir jetzt eine Erfindung zeigen kann. Ja, bitte, zeig doch mal, was da so explodiert. Ja, los. Zeig. Okay. Ich habe Jahre gebraucht, aber ich denke, wir haben nur es nur zum Laufen gebracht. Ist das nicht unglaublich? Wenn ich mich hier so umsehe. Ja, stimmt. Was der Park? Nun, man könnte sagen, Zustand ist etwas desolat. Oh nein. Die Bürgermeisterin, sie warnt mich seit Jahren, dass sie diesen Schandfleck schließen und das Grundstück beschlagnahmen lässt, wenn sie hier, also wenn ich hier nicht für Ordnung sorge. Ja. Das ist halt blöd, gell? Ich war so mit meinem Portal beschäftigt, dass ich das ganz vergessen habe. Das bekomme ich doch unmöglich rechtzeitig in Ordnung. Lässt sich nicht von der Hand zu weisen. Schon daran gedacht, die lokale Raumzeit mit Hilfe eines Raumzeitalternativ. Was? Eines Raumzeitalternativ-Realitätswandlers zu spleißen? Das ist quasi sowas wie der Raum von Geist und Zeit? Ist doch leicht, wenn Quantenstränge phasengleich mit Unregelmäßigkeiten in den Mikrowellenhintergrundstrahlung vibrieren. Mal langsam. Ich, also mein Großkind hier, versteht rein gar nichts von dem, was du von dir gibst. Tut mir leid, ich fange nochmal an. Es macht kaputte Sachen wieder ganz. Es ist Lego, verdammt nochmal, bau! Genau was ich brauche, ich hätte gerne drei, nimmst du Kreditkarten? Ich bin nämlich in der Lage, so ein Gerät aus Teilen zusammenzubauen, die ich auf dem Gelände herumliegen gesehen habe. Ja, dann bau. Waschmaschine Upgrade in einer Schubkarre. Jetzt brauchen wir nur noch Energie, um die Maschine in Betrieb zu nehmen. Also Elektrizität, im Grunde aber etwas mit mehr Power, sowas wie Fröhlichkeitskristalle. Ja, natürlich, wer kennt sie nicht? Die Fröhlichkeitskristalle. Ich kaufe mir ein Auto, das wird mit Fröhlichkeit betrieben. Es ist ein tolles Auto. Es macht mich fröhlich, wenn es fährt. Die größte Energiequelle, die ich auf all meinen Reisen durchs All kennengelernt habe. Diese Kristalle bilden sich in lokalen Raumzeitvertiefungen, wenn dort der positive Delta-Wert des Karmas den irgendwas wert? Keine Ahnung, ich kenne das Zeichen nicht. Was, das hätten wir, das hatten wir doch schon. Ich habe keinen Schimmer. Ich meine, mein Großkind hier versteht kein Wort von dem, was du da redest. Das ist einfach zu sagen. Schritt 1, wir helfen Menschen in Not. Fröhlichkeitskristalle erscheinen. Wir setzen den Themenpark in Stand. Alles Paletti. Mein Messwert zeigt hier mehrere Orte an, denen Menschen bald Hilfe brauchen werden. Einer liegt in der Position Gizmo. Ja, nun wieder auf Koordinaten. Ist das weit weg? Eine nicht unbeträchtliche Entfernung. Hätten wir doch bloß ein Portal? Also, er weiß nicht nur, wo gerade Leute Hilfe brauchen, er weiß, wo bald Leute Hilfe brauchen werden. Er ist sowas wie Minority Report für einen Schlüsseldienst. Oder so. Hacke ich mich mal in, also hacke ich mich mal in dein Portal und setze alles Nötige auf. Nächster Halt, Gizmo. Scheint eine Art Dschungel zu sein.
Also, jetzt zischt los, besorgt eine Fröhlichkeitskristall und dann beseitigen wir dieses Chaos. Ganz genau. Dann, na dann, ab mit euch. Okay, es gibt anscheinend wahrscheinlich mehr. Da konnte ich die Kamera übrigens nicht drehen. Dschungel, 0% Vervollständigung. Geschichte, Patronen, Shop, Tiere. Wir benutzen mal das Portal. Üppiges Grün, frische Luft und mysteriöse Ruinen. Und da unten ist eine Höhle. Lass uns die Gegend erforschen. Da unten ist ein Schalter. Jetzt als Großvater zurückkehren, benutze dazu zurück zu Opa im. Also Press Escape. Käfer! Da ist eine Truhe, da ist ein Chamäleon oder eine Eidechse. Könnte auch ein Gecko sein. Da unten sind auf jeden Fall so Schaltvorrichtungen. Ich weiß noch nicht, wie ich da hinkomme, aber ich könnte da vielleicht eine. Also da ist ja noch ein Rand. Ich könnte da vielleicht außen eine Leiter runterbauen. Also was? Muss leider los, aber schönen Abend. Dalinchen, schlaf gut. Danke, dass ihr da wart. Bedi, auch dir. Also, ja, du bist wahrscheinlich eh noch da. Falls du auch schlafen gehst, oder wer schlafen geht, ich wünsche euch eine gute Nacht. Danke, dass ihr da wart. Ich bleib noch wenig hier im. Ist gerade ein Flugzeug abgestürzt. Ich bleib noch wenig hier, versuche Leuten zu helfen und die Energiekrise dazu lösen. Aber ich mache auch nicht mehr lang. Das kleine Flugzeug muss in den Bergen notlanden. Das war keine Notlandung. Ihr könnt ein paar Fallschirme sehen. Hoffentlich geht's allen gut. Wir müssen sofort los, um die Leute zu, also um den Leuten zu helfen. Untersuche den Flugzeugabsturz. Da liegt ein Drum. Da oben kann man was bauen. Ich komme hier nicht vorbei. Müssen wir anders machen. Funkelt was. Also gut, ja, da müssen wir hier bauen anfangen. Maximale Höhe der Stufe darf drei Platten oder einen Stein betragen. Pfade müssen an einer Stelle mindestens zwei Noppen breit sein, um dort gehen zu können. Okay. Dann fangen wir jetzt einfach mal das so an. Du, da bist der Ankerpunkt, dann wirst du wahrscheinlich da weiter herkommen. Ich hoffe, dass sich das da von der Reichweite her ausgeht, oder sonst könnt ihr den noch weiter drüber schieben. Passt, das wird sicher funktionieren. Eine Fußgängerbrücke. Okay, da hat man schon ein bisschen mehr Möglichkeiten. Da kann man sogar eine richtig schöne Brücke bauen. Das heißt, ich werde jetzt mal. Also eigentlich möchte ich jetzt eine schöne Brücke bauen. Machen wir anders. So, zuerst einmal. Jetzt neu von denen.
Shift. Nein. Du kommst da weg. Ich möchte dich. Achso, nur das vorverschieben. Genau. Und du passt hierauf. Von dem habe ich jetzt noch ein paar. What? So. Da kann man es nämlich schon schön abmessen. Ich glaube, so ein Geländer auf einer Seite wird reichen. Muss dahin. Da muss dahin und da hätten wir jetzt eigentlich noch Platz. Also könnt ihr das Ganze noch etwas weiter nach oben verschieben. Um ein Feld, das machen wir auch. Einmal so. 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 Und mit dem letzten. Und dahin. So, du gehst nach oben. Du nach oben. Du nach oben. Du nach oben. Eins. Willst du es ausgehen? Was geht's hier aus? Aber die brauchen wir eh nicht. Du kommst daher. Hoppala. Wie damals im Kinderzimmer. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so zwischendurch gemacht? Also so. Solche Landschaften gebaut oder so? Oder sogar eine Stadt? Also, ich würde so für eine Stadt hätte ich vielleicht die ausreichend. Ja, nicht unbedingt ausreichend. Sagen wir, für eine kleine Siedlung hätte ich vielleicht ausreichend Steine gehabt. Ich hatte auch diese Straßenplatten schon. Das Bauen erinnert, also abgesehen von Lego, natürlich auch ein wenig an Crossout. Das funktioniert so ähnlich mit dem Klickprinzip. So. Also ich denke, das wird halten. Okay, hat es nicht. Aber warum? Es ist hier schon durchgebrochen. Ich kann unten drunter keine Stütze machen. Oder kann ich eine Stütze machen? Das müsste dann. Nee, so mittig kann ich jetzt nicht. Also hier dazwischen kann ich jetzt keine, also nichts anderes, deswegen mache ich jetzt mal so. Und den kriege ich aber hier nicht drauf, das ist zu hoch. So, warte mal, mal so herum, du da. Das ist aber. Ich wollte ihn unten drunter haben. Verdammt, das kriege ich jetzt nicht hin. Okay, dann muss ich das vielleicht einfach noch ein wenig verstärken, aber es
Wie soll ich das denn noch mehr verstärken? Hat auch ein bisschen was vom Bridge Constructor. Das ist jetzt schon zu hoch, gell? Ja. Die einfach nur so am Boden stehen lassen. Also da unten kann ich nichts stehen lassen. Das nimmt er nicht. Ich muss die mit dem da oben verbinden. Okay, da ist. Die sind auch zum Beispiel sehr schwach miteinander verbunden. Das werden wir auch gleich ändern. Warte mal, das eine war ja so, dass man. Ach, ich weiß schon wieder. Es war ja nicht nur so. Schon wieder. Weil du konntest die Teile ja so fest miteinander verbinden, dass sie ja wirklich, dass du sie ja nicht mehr auseinander bekommen hast. Und dafür musstest du die da zum Beispiel nehmen. Die legst du da drunter. Also das, was sie da zum Beispiel gemacht habe, ist komplett sinnlos, effektiv. Hoppala, das kommt weiter so hier hin. Tu da auf. Passt. Du da auch rauf. Und jetzt legst du dann nur zum Beispiel so einen da drüber, beziehungsweise da drunter. Und der verstärkt das da aufs Dreifache. Also du musst nicht mal so breit bauen. Sondern es hält so auch schon ganz gut. Oder rauf. Den werden wir jetzt da ein wenig versetzt. Hoppala. Auf der anderen Seite ist der da. Du wieder rauf. Die da halten. Da könnte ich noch. Geht es aus mit einem? Also mit so einem langen geht es, glaube ich, aus. Nicht darunter, sondern noch eins weiter dahin. Hoppala. Ich hoffe jetzt echt nur, dass der hier dann halten wird. Das ist spontan das einzige Manko, was ich sehe. Ob das hier nicht runterreißt. Ich könnte das ja auch noch. Siehst, ich könnte die ja noch da oben drauf geben, zum Beispiel. Das werden wir auch gleich machen. Also ich werde die da auf das da raufziehen. Damit die noch einen Ankerpunkt haben. Aber vorher wollte ich ja hier noch. Da wollte ich noch einen Anker. Also.
schön links, einmal rechts. Probieren wir noch mal kurz. Ja, okay, aber der Rest war stabil, da hat man schon gesehen. Da fehlt. Also ab hier bricht es runter. Das heißt, wie kriege ich das jetzt so stabil, dass das da nicht runterbricht? Das kriege ich hin. Ich sag's euch. Das kriege ich hin. Du kommst weg, du kommst weg. Ich könnte die ja noch. Ich meine, das würde ja perfekt passen, wenn die sich da auflegen, also ablegen würden da drauf. Da bin ich aber gerade um eins zu kurz. Ich kann den da einmal so drehen. Theoretisch hier drauflegen. Er ist aber natürlich noch nicht verbunden. Jetzt lege ich den da drauf. Aber so ist vorher auch schon, oder? Das ist ja genau das gleiche wie vorhin. Du gehst da drauf. So breit wollte ich eigentlich gar nicht bauen, anfangs. Ich will es auch jetzt noch nicht so breit bauen, aber ich mache es wenigstens da dazwischen, damit die das da noch ein bisschen überlappt, damit es in der Mitte noch stabilisiert wird, weil da war ja wieder eine Kante, also ein Stoß dazwischen. Da kann rückt der rein, das ist mir relativ egal. Das machen wir so leicht versetzt, was mir auch recht egal ist. Es ist Dschungel, es kann ruhig ein wenig zerfledert ausschauen. Finde ich. Ich will, also es bietet sich zwar an, aber ich möchte nicht das ganze Gelände nochmal neu machen. Ernsthaft? Was ist los mit dir? Du kannst doch da bei zwei Feldern kannst du doch drüber. Es müssen zwei breit sein, hieß es, oder? Okay. Aber es ist lieb animiert. Das gefällt mir echt gut. Also gut. Du da nicht. Du auch nicht. Vielleicht ist es deswegen, weil das so locker war. Darfst halt nicht so schnell da drüber fahren. Selber schuld. Jetzt geh mit dir schrittweise abwärts.
So. Einfach nur, um das ein wenig zu stützen. So, ich hoffe, das hält. Hier wird es wahrscheinlich wieder locker werden. Wenn man dann merken, weil ich habe da jetzt dann keine Steine mehr übrig. Warum fällt gerade das runter? Wieso gerade das? Das ist doch alles super stabil. Oder formulieren wir es so, warum gerade das und der Rest nicht? Komm, das machst du doch extra kaputt. Es kann doch nicht sein, dass ich da jetzt bei der ersten Brücke schon scheitere. Okay, weißt du was, du kommst weg. Ich lasse es jetzt mal mit. Also ich werde nur an einer Seite so ein Geländer fixieren, auch aus Zeitgründen. Gut, damit das Geländer hier die richtige Höhe hat, funktioniert das so hoch? Das ist zu hoch, oder? Ist das so? Ich glaube, so passt es dann von der Höhe her. Einfach mal kurz testen. Nein, das ist noch erst zu niedrig, okay. Dann machen wir das so. Hoppala. So. Okay. Sprich, die da sind alle eins zu niedrig. Dann wenn wir da jetzt. Rauf. So. Das ist eigentlich schön, dass man so durchswitchen kann, dass man es auch nachträglich noch reinfudeln kann, was in echt nicht möglich wäre. Das wissen wir alle. Das da ist dann rein was Optisches. Ich habe keine Ahnung, warum das gerade so viel mehr halten soll. Ernsthaft? Klar, jetzt hält. Ganz logisch. Du da kommst noch. Da eins drunter, dann kommt da so ein Viererstein rein, damit er nicht stolpert. Und hier soll es ja eigentlich funktionieren. Warum stolperst du da? Ernsthaft, komm.
Stahlrollen. Ich habe ja nicht noch mehr für Stabilität oder ähnliches. Du hier raus, du darauf, du hier runter, runter. Darauf, darauf. So, bitte. Also er rutscht nicht aus oder er fällt nicht aus, weil es ja hier zu glatt ist, sondern er fällt, weil es da so einen ganz kleinen, einen Müh-Ruckler gibt, was das Ganze instabil macht. Das heißt, den gebe ich wieder weg. Wie kriege ich das jetzt stabiler? Gar nicht. Das kann es jetzt nicht sein. Das kann es jetzt wirklich nicht sein. Also ich glaube es einfach nicht. Ich will es nicht glauben. Vorhin, da war er nicht am Ziel. Nichts darf auseinanderfallen. Endlich! Boah, ist das eine schwere Geburt. Wow. Eine stabile Brücke, aber hättest du Lust, noch ein wenig kreativer zu sein? Dann sieh dir das an. Was denn jetzt? Baue eine Fußgängerbrücke über den Fluss. Nur wenn du eine Bauaufgabe zum ersten Mal gelöst hast, kannst du den Sandbox-Modus dafür aktivieren. Wo ist Sandbox-Modus? Okay, wo ist Sandbox da? Ja. Bekommst du andere Steine zum Dekorieren zur Verfügung? Außerdem sind alle Steine unbegrenzt verfügbar. Das ist geil. Also einmal lösen und dann kannst du es schön bauen. Das mache ich aber. Das werde ich aber in anderen Halte-Tab gedrückt, um Sandbox-Palette anzuzeigen. Dann noch begrenzt, aber ich bin sicher, dass noch weitere hinzukommen, während wir unsere Reise fortsetzen. Okay, verschiedene Farben. Also jetzt könnte es nicht. Also, ja, das ist geil. Das ist wirklich geil. Das gefällt mir jetzt richtig gut. Also wenigstens das können wir jetzt endlich mal ausbessern. Das gefällt mir jetzt richtig gut. Sandbox-Modus. Sehr geil. Jetzt muss es hier halten, logischerweise. Ich habe hier nichts verändert. Das heißt, du kannst dann noch mal richtig schön da herumwerkeln. Also ehrlich gesagt, das ist für jeden Lego-Fan ist das was. Da hinten kannst du scheint noch weitergehen in einen anderen Bereich. Hier komme ich noch nicht drüber. Darüber komme ich auch noch nicht, weil da komme ich da unten nicht vorbei. So wie da hinten, da komme ich auch nicht durch.
Keine Ahnung, warum das komisch glüht, gell? Das verstehe ich nicht so ganz. Aber okay, ist ja nicht so wichtig. Wir gehen noch kurz ins andere Gebiet rüber. Kann ich da runterfallen? Kann ich nicht, das habe ich schon getestet. Sandbox-Modus. Nach Norden reisen. Das schauen wir uns noch kurz an und dann was. Ich sitze hier oben fest, Hilfe. Begeisterte Archäologin. Die Statue da drüben scheint aus der späten paläogolithischen Ära zu stammen. Das muss unbedingt in meine Forschungsnotizen. Wo war ich gerade stehen geblieben? Hilfe, ich komme nicht von hier weg. Es ist ein süßes Spiel. Wir holen sie von dort runter, noch bevor sie Danke sagen können. Okay, das kann ich dann wahrscheinlich aufschneiden oder so. Da hinten können wir was bauen. Was für ein schönes Tier. Könnte noch für etwas gut sein. Oder einfach nur süß. Hab ein Chamäleon. Da kann ich sonst nichts. Was bist du? Komm her. Also, du kommst nicht raus und ich komme nicht rein, gell? Wird von Lianen festgehalten. Die könnten wir zerreißen, wenn ich stark genug wäre. Ja, das kommt noch wahrscheinlich. Deswegen, da mussten auch die. Halt. Mir scheint, die Plattform ist zu instabil, um noch mehr Gewicht auszuhalten. Wir sollten etwas drunter bauen, um sie abzustützen. Passt. Wir stützen noch schnell die Plattform. Also das ist der Ankerpunkt. Okay. Anders. Ich habe dort leider keinen halben, also nicht so ein kleines Stück. Deswegen muss ich da jetzt ein bisschen improvisieren. Also sonst hätte ich gern einfach nur da drunter wenigstens einen Fuß in der Mitte gemacht, aber muss halt so gehen. Das heißt, ich werde mit dem da mal starten. Das kommt dahin. Das war echt ein beschissener Startpunkt, wenn man es so formulieren darf, aber wenn es halt so vorgegeben ist, ist es halt so vorgegeben. Hoppala. Bist. Ja, okay, du bist genau da drunter. Das macht es ein bisschen einfacher. So, ich muss eigentlich nicht breiter als so raus und auf der anderen Seite ebenfalls so weit hoch. Das heißt, wir machen da jetzt einmal. Also, ich habe von dem hier fast nichts mehr. Dann machen wir es anders. Du da, aber rauf. So. Das ist so blöd, weil ich möchte hier nicht zu viel Gewicht draufbauen.
Und es ist einfach nur Deko, aber. Ich krieg die ja so gar nicht mal hoch genug. Das ist ja noch das andere Problem. Also ich habe hier gefühlt zu wenig Steine. Der da. Was? Da weg. Du kommst da unten hin. Das ist jetzt schon zu breit. Das kommt weg. Ich glaube, das da war jetzt schon zu, da unten schon zu breit. Dem da habe ich zwei. Also ich möchte gern den da oben rauf. Das ist einfach nur grauenvoll. Es hat halt was von dem Baum oder von so einem Ast. Deswegen wahrscheinlich auch die vielen Verzweigungen. Pass. Gut gemacht. Braver Pfesel. Es schaut echt kacke aus. Okay, was ist? Mit der reden wir noch und dann höre ich wohl auf für heute. Ich bin nicht mal 5 Minuten hier und habe schon so viel Interessantes gesehen. Danke für eure Hilfe. Ich bin Archäologin und wollte diese Gegend erkunden. Dann gab es auf einmal Probleme mit dem Flugzeug. Bevor ihr hier aufgetaucht seid, war ich schon drauf und dran auf der. F an den Fluch des großen Berggeistes zu glauben. Haha. Meine Sensoren spüren keine weiteren Lebensformen in der Nähe. Sind sie allein hergekommen? Nein, mit zwei anderen, einer Pilotin und einem Reporter. Um die Pilotin brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Die kann gut auf sich selbst aufpassen, glaube ich. Der Reporter allerdings würde mich nicht wundern, wenn sein panisches Gebibbere im Flugzeug den Absturz herbeigeführt hat. Wir werden versuchen, die beiden so schnell wie möglich zu finden. Wo könnte das Flugzeug abgeblieben sein? Rief noch eine Landung auf dem Berg probieren zu wollen. Dort solltet ihr mal nachsehen. Und ihr könnt meine Peitsche haben. Berühmte Archäologen haben sowas immer. Zumindest die Indies. Für die Rechtsabteilung größerer Konzerne sind Peitschen immer äußerst problematisch. Damit kannst du dich jetzt an manchen Plätzen draufschwingen. Juhu! So wie da zum Beispiel. Könnt ihr das gleich ausprobieren? Das
wird bestimmt noch nützlich sein, hoffentlich. Und wenn ihr die anderen findet, sagt ihnen, dass sie mich beim Basislager treffen sollen. Passt, da haben wir jetzt das Zeichen für die Peitsche. Da kommt sicher auch noch was. Mit dem Vogel können wir vielleicht auch noch interagieren. Das da hinten möchte ich auch auf jeden Fall haben. Schauen wir mal kurz, ob unten noch irgendwas für die Peitsche ist. Wäre mir aber nicht aufgefallen. Also das ist von dem Kopf da. Da oben. Du hast 10 Bananen. Juhu. Nicht einfach nur okay oder so, sondern einfach juhu. Das ist so richtig lebensbejahend. Ist doch toll. Ja, da unten kann man nicht vorbei. Mit dem Vogel können wir auch nicht interagieren. Ja, weißt du was, dann lassen wir es mal jetzt so. Ah, das ist schön. Zurück zur Oper, Garderobe. Garderobe. Wir können uns ändern. Zuerst mal, wie sehe ich aus? Ich habe jetzt aktuell einen Schnauzer und Lippenstift. Klar. Das da steht mir ersatz, aber wir lassen mal den Schnauzer. Ich wurde gebeten, mir so ein Zwirbelbart wachsen zu lassen. Falls sich wer fragt, warum ich so ausschaue, wie ich ausschaue. Es war kein Unfall, das ist gewollt. Ah, geil. So schaue ich irgendwie aus wie Wolfgang Petri. Nehmen wir den, obwohl die Kapuze finde ich ja auch ganz geil. Wäre die violett? Wer ist meins? So, Klamotten. Ich habe gern. Was nehmen wir? Wir sind gerade im Dschungel. Wir ziehen. Was ist denn das? Kann ich nicht drehen? Nee. Ah, das soll überhaupt was Feminineres darstellen, weil da sind so diese Taillenschwünge drin. So wie dort zum Beispiel. Okay, das soll auch etwas femininer darstellen, aber. Könnte ich sein? Aber nee, was nehmen wir? Nehmen wir. Das ist auch wieder so ein Teilenschwung. Zu sehr Cowboy? Keine Ahnung. Ja, nehmen wir das. Und Hose. Violett haben wir nicht. Hä? Da? Achso, anziehen. Ach so, bin ein Idiot. Muss ja auch wechseln. So. Dir sagt auch nichts. Toll, danke. Hoppala, das war der falsche. Wo waren die? Da. Körper haben wir schon und Beine nehmen wir dunkelblau. Oder beige. Grau, weiß, schwarz. Immer dunkelblau. Aber diese, wie nennt man so, so ein Diorama ist eigentlich echt schön. Das ist so geil und da so die vielen Ebenen. Okay, man kann es drehen. Das ist. Okay. Ich habe noch eine Schatzkiste gefunden. Also da kann man sicher auch noch interagieren. Hier wird man sich dann abseilen können. Sehr sicher. Beziehungsweise da ist halt schon was. Was? Ach, du bist ein Einsiedlerkrebs. Da.
Da kommen wir auch wieder zu einem anderen Abschnitt. Es ist schon schön. Also, das Spiel ist. Kann man nicht anders sagen, mir gefällt's. Wir haben 9% vervollständigt mittlerweile. Aber wenigstens schon ein bisschen was von der Story. Okay, beenden wir das mal. Spiel verlassen. Einfach mal hier so rüber. Ja, Spiel verlassen. Aus. Direkt auf Desktop. Ja. Wie versprochen, war es das jetzt für heute. Aber schön wieder mal online zu sein. Schön wieder mal ein bisschen was von euch gelesen zu haben. Schön, dass ihr da wart. Dann wünsche ich euch noch eine gute Nacht. Eine angenehme restliche Woche. Und was machen wir zum Schluss? Wir nehmen. Was nehmen wir denn? Nehmen wir den Bach. Bedi, falls du noch da bist. Bisschen was mit Bass. Gute Nacht.